zu beschäftigen, um irgendwas zu erzählen. Und wird hier schon die ganze Zeit irgendwelche Schläge. Jetzt springt er wieder down zurück. Wirst du wohl herkommen? Autsch! Ah, die Musik ist zurück. Welcome back, Music. Ja, los. Ja, komm her. Ja, komm. Ja, komm. Und du bist so gut wie weg. Jetzt komm schon. Schlag doch noch einmal zu. Ja. 400 Erfahrung für mich. Da ist nichts. Und ein grobes Schwert, das ich jetzt schnell mal verkaufen gehe. Yay. Schnell da hochsprinten. Gehen wir zu der Elena und geben ihr das grobe Schwert von Sentenza, das wir ihm gerade abgenommen haben. Ich meine, dreist. Was kann ich dir anbieten? Dreist ist das Ganze ja schon. Na, was soll's. So. Und wieder runter. Schauen wir mal, ob Sentenza mittlerweile wieder an Ort und Stelle steht. Ah, er kommt angelaufen. Er blutet. Ja, wieso blutet er da hinten nicht? Ja, komisch. Na? Gut. Du hast gewonnen. Was willst du? Und wie läuft's? Hier kommen selten Leute vorbei, aber bisher hat noch jeder bei mir seinen Wegzoll gezahlt. Außer dir. Hm. Sag mal, ist das ein Gesicht oder ein Hintern da vorne an deinem Kopf? Okay, du hast es so gewollt. Ja, komm her. wo zum Teufel ist Fest? Ach, da hinten. So, gut, jetzt haben wir mit allen Leuten geredet, mit Sentenza sogar zweimal. Wie er einfach da rumliegt. Hey. Ah, Moment, das ist nur einfach. Ich bin da nicht so ganz sicher, ob es dann da wirklich hier, Warte mal. So, jetzt. Einfach und her damit. Yes. Sehr gut. Jetzt noch schnell mit Buster sprechen und dann werden wir einen kleinen Cut machen. Und ich weiß noch nicht, wann wir uns wiedersehen. Und ob ich jetzt zwischendurch erst noch was anderes weiterspiele. Wie Dungeon Keeper oder so. Und wenn wir uns dann wiedersehen, machen wir uns auf den Weg zur Lord Hagen. Das ist das einzige Ziel, das wir im Moment haben. Ja, und das schwarze Fell mit dem schwarzen Troll, das wird noch eine Weile dauern, bis wir diese Aufgabe erfüllen werden. Und ja, wir haben hier wieder einen Sumpf im Hintergrund, wegen dem gar nichts mehr läuft. Cooler Sumpf. Wirklich, danke Sumpf. Einfach, Achso, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich noch, bevor ich es vergesse, Eroy ausrauben. Ich werde mich. Hey! Ich bin ganz. Nö, kann ich nicht. Okay, Buster, kann ich dich ausrauben? Wenn nicht, dann werde ich hier das nächste Mal laden. Wieso hat der überhaupt noch einen Geldbeutel? Ich habe den doch schon zusammengeschlagen. Na egal. Hey, du! Gib mir mal deinen Geldbeutel her. Den kann ich hier brauchen. Na warte, du dreckiger Dieb! Oh. Ja. Wie gesagt, wir machen hier einen Cut. Versuch nie wieder mich zu und halten. Mal schauen. Deine Finger bei dir. Mal schauen, wann wir uns wiedersehen. Also. Oh, dummes Telefon, echt. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut, ciao. Hey Leute, noch kurz eine Sache. Zwei Dinge habe ich vergessen. Und zwar, zuerst wollte ich mich mal entschuldigen für eine Sache, die in einem Part passiert ist, der jetzt schon eine Weile her ist. Das habe ich total vergessen, da das noch zu sagen. Und zwar am Ende von dem Part, das ist der Part, bevor jetzt diese Reihe hier kam, dieser durchgängige Teil sozusagen. Am Ende von dem Part hat es da halt dauernd geklopft und so. Und ich habe aufgehört zu reden. Das war, weil mein Bruder ins Bett ging und er hat deshalb geklopft. Aber ich wollte nicht extra unterbrechen. Und habe deshalb stumm weitergespielt. Und ja, das tut mir leid, aber das ging irgendwie nicht anders. Ja klar, es wäre anders gegangen, aber ich habe es einfach so gemacht irgendwie.
Und die andere Sache ist die, ich wollte noch schnell zum Kloster, um wie gerade bei der Miliz schnell zu schauen, wie ich in so einer dummen Novizenrüstung aussehe. Das wollt ihr bestimmt auch schnell alle sehen. Tanzen wir ein bisschen mit dem Schwert rum. Okay, reicht. So, jetzt können wir hier zu diesem Pedro und sagen, hey, wir wollen jetzt Novize werden. Ja, ich bin ganz sicher. La 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 la. Und zack. So, seht ihr? Das ist eine Novizenrüstung. Oh je. Aber das werden wir ein andermal machen, und zwar nach dem eigentlichen Let's Play. Das heißt, das dauert noch sehr lange, bis wir in Novizenrüstung rumspringen, in Novizenkleidung, was auch immer. Also, jetzt ist aber endgültig dieser Cut, von dem ich gesprochen habe, und deshalb sehen wir uns beim nächsten Mal oder irgendwann anders. Bis dann, Leute. Ciao.